Anders als von Maeve vermutet, dachte ich nur selten an unsere Mutter, als ich noch klein war. Ich kannte sie nicht, und es fiel mir schwer, mich nach einer Person oder Zeit zu sehnen, an die ich mich nicht erinnern konnte. Die Familie, in der sie mich zurückgelassen hatte, eine Köchin, eine Haushälterin, eine liebevolle Schwester und ein eher abwesender Vater, bot mir alles, was ich brauchte. Selbst wenn ich die wenigen Fotos von ihr betrachtete, die verschämt ganz hinten in einer Schublade aufbewahrt wurden, hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu entbehren. Dazu erinnerte mich die große, schlanke, dunkelhaarige Frau mit dem scharf geschnittenen Kinn zu sehr an Maeve. Am Tag der Beerdigung unseres Vaters jedoch dachte ich nur an meine Mutter, und ich sehnte mich nach ihrem Trost, so schmerzlich, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.